die Ausrichtung der deutschen Meisterschaften, Vereinsmeisterschaften der Herren 55 hier auf dem Gelände der SAFO ist wirklich eine großartige Sache für uns. Die ganzen Augen sind an diesem Wochenende auf den SAFO gerichtet. Wir haben eine tolle Herrenmannschaft, die Herren 55, die seit vielen, vielen Jahren zusammenspielt, wirklich Spitzentennis bietet und auch wirklich auf und im Nebenplatz ein tolles, tolles Team ist. Und ich denke, das ist das, was man auch sehen will. Für unsere Jugend, denke ich, auch ein Vorbild. Und jetzt gerade in den letzten Jahren haben wir ja aufgebaut eine Tennisakademie und wollen auch unsere Kinder ranführen an das Leistungs- und auch Spitzentennis. Und ich denke, hier ist die deutsche Meisterschaft sicherlich ein weiterer Impuls, den wir setzen. Ich heiße Jens, ich bin hier Clubmanager. Einige von euch hatten schon Kontakt mit mir per E-Mail oder per WhatsApp. Von meiner Seite aus gibt es nachher nochmal was zu hören. Also von daher die Aufmerksamkeit noch nicht ganz verschießen, jetzt die ihr mit dabei habt. Und die ersten Worte, wie gesagt, von unserem Präsidenten, Jan Boring, bitteschön. Vielen Dank. Bevor wir alle ganz herzlich im Namen des Vorstandes und aller Mitglieder hier im SC SAFO zu den Final Four, zu den deutschen Vereinsmeisterschaften der Herren 55 begrüßen. Wir werden Spaß haben, wir werden tolles Tennis sehen und schauen, wie weit wir kommen und freuen uns, wie gesagt, total, dieses Event hier ausrichten zu können. Ich denke mal, es ist die beste Plattform, die ein Verein haben kann. Ein Finalturnier der besten vier Mannschaften, die in Deutschland in der Herren 55-Klasse gibt. Und wir sind unheimlich stolz, dass wir hier diese Veranstaltung organisieren konnten. Unserer Gäste, die heute hier angekommen sind, ist ausgesprochen positiv und sind, wie gesagt, auch im Namen des Vorstands total stolz, der Ausrichter der Finalrunde der Deutschen Meisterschaft sein zu können. Wir sind ja hier bei den Deutschen Meisterschaften von den Herren 55 und das ist für SAFO natürlich ein Riesen-Event. Das heißt, wir haben für heute super viele Helfer organisiert und wir haben ganz viele tolle junge Mädels und Jungs tatsächlich bekommen, die freiwillig helfen heute. Das ist total super, hier sind auch alle gleich eingekleidet, haben dieses wunderbare Final Four T-Shirt an, sind auf den Spielplätzen, also auf denen, denen wir spielen, 1, 2, 3 und 12, 13, 14 und werden sich um die Platzpflege kümmern und schauen, dass alles ordentlich ist, dass kein Müll rumliegt, dass Bälle auf dem Platz sind, dass abgezogen wird nach jedem Satz, dass die Linien gemacht sind. Also sie kümmern sich wirklich darum, dass alle Spieler hier eine super Experience auf dem Platz haben und einfach ein super Match spielen können. Mein Name ist Klaus Langhals, ich bin DTB-Oberschiedsrichter und darf heute hier bei den Vereinsmeisterschaften der Herren 55 in Frankfurt den offiziellen Part übernehmen. Das heißt, ich bin der Oberschiedsrichter, der hier das Protokoll führt, der jetzt gerade die Mannschaftsaufstellung gecheckt hat. Wir haben festgelegt, nach einem Ranking am stärksten gerankt ist auf Platz 1 und so weiter 2, 3 und 4.
Und heute spielen die 1 gegen die 4. Das ist Rheinbach gegen Grunewald. Und das zweite Spiel ist Fürth gegen den Gastgeber hier, Sabo Frankfurt. Freue ich mich, tolle Anlage. Die Wettervorhersage ist gut, die Plätze sind gut. Der Verein hat hier einen tollen Job gemacht. Und ja, wir freuen uns auf tolle Spiele. Los bei SAFO. Das erste Match ist gegen den TV 1860 Fürth. In der ersten Begegnung spielt der Francisco auf Nummer 2, auf Platz 1. Der Mario Schmidt auf Platz 2 an Position 4. Und auf Platz 3 der Thomas Jung für SAFO. Die erste Runde ist gespielt. SAFO führt 2:1. Das ist das optimale Ergebnis derzeit. Jetzt beginnt die zweite Runde, wo unser Spitzenspieler Carlos Costa Bu. Christoph Hemmerich. Und Achim Kraft auf den Plätzen stehen. Wir haben erste Runde locker 3-0, nicht ganz so locker gewonnen, aber wir werden zufrieden. Leider jetzt, zweite Runde, hat unser Spitzenspieler Anders sich verletzt, musste aufgeben. Wir hoffen jetzt nochmal 2-1 zu gewinnen, 5-1 wäre gut, aber es ist natürlich jetzt von der Perspektive nicht gut, der verletzungsbedingte Ausfall. Trotzdem, ich bin weiterhin frohen Mutes, wir werden es noch schaffen, morgen auch im Endspiel auf den Stand. Die Finalrunde ist für den SC SAFO Herren 55 erreicht, haben ihre Spiele souverän gewonnen. Wir führen jetzt 5-1 nach den Einzeln. Wir verzichten auf die Doppel, um unsere Kräfte zu sparen und werden morgen das Finale bestreiten. Match lief ganz gut, bin gut reingekommen. Das Ergebnis war ein bisschen glatter, als das Match war. Jetzt sind wir im Endspiel, Finale, was willst du mehr? 5-1 nach den Einzeln und freuen uns alle drauf, morgen ein tolles Finale zu haben. Wunderschönen guten Morgen zu diesem grandiosen Finaltag bei SAFO. Go SAFO! Vamos SAFO! SAFO! Wir werden sehen, dass wir unser bestes Tennis abrufen, aber ich bin optimistisch, wir werden das Ding schon schaukeln. Die Positionen 2, 4 und 6. Francisco, Thomas Jung und Alex Menschel sind auf dem Platz. Wir sehen gutes Tennis aktuell, warten mal ab, was auch die zweite Runde bringt, in der dann Carlos, Christoph und Yves Preis die Einzel für SAFO bestreiten werden. Thank you.
spielen. Das war gerade ein mega spannendes Spiel auf Platz 1. Und wir haben es ganz hauchdünn gewonnen. Das sieht jetzt gut aus für uns, weil die anderen Spiele doch glatt waren. Das war jetzt alles nicht so vorhersehbar, aber eine 3-0-Führung sieht jetzt gut aus. Ich bin weiter in guter Hoffnung und ja, nicht zu früh lachen. Jetzt kann ich wirklich lachen. Wir haben es geschafft. Wir haben unseren Titel verteidigt, wie wir es uns vorgenommen haben. Es war jetzt ein sehr glatter Sieg, nicht so ganz so vorhersehbar, aber wir haben ein 5-0 jetzt und damit ist uns der Titel nicht mehr zu nehmen und wir freuen uns und werden das noch mit gebührend feiern. Wir freuen uns trotzdem, hier das Finale erreicht zu haben. Die Mannschaft ist super glücklich. Wir haben einen tollen Tennissport gesehen und hoffen, dass wir vielleicht so etwas nochmal wiederholen können. Vielleicht auch mal an eine Meisterschaft denken können. Aber wie gesagt, wir sind mit dem erreichten Ziel total zufrieden und freuen uns jetzt noch auf einen schönen Abend gemeinsam mit den Gästen. Ich möchte mich sehr, sehr bedanken für die tolle Organisation. SAFO Vorstand, SAFO Organisationskomitee. Es war eine sehr, sehr gelungene Veranstaltung. Wir sind Visa-Meister geworden und ich denke mal, ja, damit können wir auch sehr stolz und zufrieden sein. Vielen, vielen Dank. Bravo. Bravo. It's not only about tennis, it's only about friendship and to be friends and to share all of these moments. It's a pleasure for me and thanks all the people. Bravo. Vielen, vielen Dank an euch alle. Offiziell sage ich hier heute Tschüss, habt eine gute Zeit, bleibt gesund. Bis demnächst und allen eine wunderbare Heimfahrt und viel Spaß morgen im Büro mit dem Stichvater.